Jetzt haben wir's. Moinsen allerseits. Ganz verpeilt, dass ich hier noch OBS reinholen, Elgato reinholen musste in den, Audio, nicht in Audiomixer, in den Quellen. Beziehungsweise aktivieren musste. Sonst hätte man jetzt einfach schlichtweg einfach nur schwarz gesehen und glaubt nichts gehört. Das wäre aber auch ein toller Stream gewesen. Guckst nach vorne, oh, ich spiel mal eben, ne? Fällt dir nicht auf, dass die ganze Zeit links irgendwie was Schwarzes ist? Guckst irgendwann nach links und siehst dann auf einmal eine schwarze Fläche. Eine Stunde später. Super. Ich will gerade Kaffee saufen, aber ich glaube, das ist noch zu heiß. Ja, gut. Oh Mann, apropos zu heiß. Ich glaube, das Wetter ist heute echt auch irgendwie zum... Auch einfach nur ätzend. Heute merkst du wirklich, dass es echt abartig ist mit der Wärme. Aber sowas von. Das ist jetzt schon so warm, wie es normalerweise wäre, wenn ich jetzt quasi hier den Stream langsam den Ende gehen, Richtung gehen. Langsam Richtung Ende gehen habe. Also so quasi ab der dritten Stunde, wenn man so will. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, oder auch nicht. Und jetzt ist das schon so warm, wie als wenn ich quasi langsam aber sicher den Streamende machen würde. Das ist, okay. Da bin ich ehrlich gesagt fast schon in der Überlegung, ob ich nicht vielleicht heute ein bisschen früher Ende mache. Einfach, weil es halt sonst echt zu viel wird mit der Wärme hier. Der da oben sieht interessant aus. Ich habe, by the way, eine Karte gesehen vom Untergrund. Die haben allen Ernstes wirklich Hyrule gleich 2 gemacht. Also, nicht gleich 2, mal 2. Die haben wirklich allen Ernstes den kompletten... Oder anders gesagt. Alles, was du hier quasi als Karte zur Verfügung stehen hast, einfach mal eben gespiegelt und in den Untergrund gesetzt. Das ist... Okay. Gut, dass dann wenigstens das hier in dem Himmel dann nicht so krass ausartet. Stell dir mal vor, du würdest nach oben gucken und keine Wolken sehen, sondern einfach eine große feste Landmasse. Oder vielleicht jetzt nicht hier so vereinzelte Inseln, sondern haufenweise. Ich glaube, das wäre dann ein kleiner Overkill, oder? Ich meine, Content ist ja schön und gut, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Content. Aber da unten kann man scheinbar so ein bisschen was kriegen. Also so die ein oder andere Rüstung findet man da unten. Scheinbar. Ob ich die allerdings finden werde? Keine Ahnung, vielleicht. Kann ich hier stehen? So ein bisschen. Wo exakt im Mond bin ich eigentlich gerade unterwegs? Ich weiß, dass ich irgendwo mein Ziel vor mir hatte, das aus unerklärlichen Gründen gerade verschwunden ist. Wait, wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Warum war mein Ziel? Ach, wegen der Nebenquest, wa? Hatte ich die Nebenquest aktiver gehabt und die... Hauptquest hat sich dann nicht automatisch aktiviert wieder, oder was? Das würde erklären, warum das gerade weg war. Das sieht aus wie so eine Geoglyphe, allerdings... in billig. Warum habe ich das Gefühl, wenn ich da hingehe, dass ich da einen Schrein finde? Und warum habe ich das Gefühl, dass ich schon längst an einem Schrein vorbeigelatscht bin? Alter, ist das warm. Oh,
Ich weiß nicht warum, aber manchmal merkst du, wie so ein Schwall auf einmal die Wärme entgegenkommen. Oh, das ist vielleicht. Oder vielleicht ist das nicht entgegenkommen, aber vielleicht ist das irgendwie so ein Hitzeschwall, der aus einem hervorkommt oder so, aus dem Inneren. Was ist mit dem Typen hier los? Der sieht. Oh, ich habe mein Taxi gefunden, nach oben gefunden. Okay, ich verbrenne mich hier nicht. Oh, ich heile mich. Was ist das? Sieht aus wie eine Markierung. Irgendwas. Bringt mich das Taxi irgendwo hin oder bringt es mich nirgendwo hin? Das war die Zeitmanipulation, ne? Ja. Weißt du, wie das da unten aussieht mit diesem Archipel von Eldin? Was? Oh. Okay. Weißt du, wie das da unten aussieht mit diesen... ja, Statuen kann man ja schlecht sagen. Das ist ja quasi eher in den Fels reingeschlagen worden, ne? Diese Köpfe da, oder beziehungsweise mehr oder weniger... Das sind ja nicht nur Köpfe eigentlich, ist ja fast schon ein ganzer Körper. Oh, hallo! Was macht der denn hier? Ich dachte, ich wäre hier allein. Stattdessen ist hier irgendjemand. Das hat so ein bisschen was hier von Naruto. Mit den ganzen Dingensbums hier, Hokagen oder so ähnlich, deren Köpfe quasi da in Stein da gehauen worden sind. Hat so ein bisschen was davon. Wille der Weisen. Was sind das jetzt für eine Währung? Ein kleiner Stein, dem nachgesagt wird, dass ihn ein Weiser hinterließ. Angeblich spürt man bereits bei der kleinsten Berührung sowohl Entschlossenheit als auch starke Bande. Okay. Aber was ist das für eine Ressource? Oder für eine Währung? Für irgendwas wird dir jetzt gut sein auch wieder, oder? Ja, ein Gleiter und eine Rakete. Warum habe ich einen Gleiter und eine Rakete hier? Ist das einfach nur, um nach unten zu kommen, oder ist es quasi dafür, damit du dann zu einer anderen Insel kommst, die du nur so erreichst? Und selbst wenn, ich wüsste nicht wo. Ich wüsste nicht wo. Abgesehen vielleicht da hinten. Aber ansonsten, ja, kein Plan. Stimmt, jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe ja gesehen gehabt, dass da ja der Untergrund quasi da wirklich komplett Hyrule ist. Also quasi mal zwei. Ich glaube, für eine Rüstung oder so musst du irgendwie so ein Labyrinth betreten. Eins kenne ich ja quasi, das ist ja... Hier oben ist ja irgendwo so ein Labyrinth, ne? Wo ist denn das? Kann man das hier gerade sehen? Nee, ne? Da. Eins kenne ich ja, das ist ja auch schon im Prequel drin gewesen, hier so ein Labyrinth. Scheinbar gibt es wohl mehrere. Und offenbar gibt es dann wohl... ein Untergrund... Labyrinth und dann kriegst du das, findest du ein selbiges an einer ähnlichen Position auf der Oberwelt. Oder beziehungsweise im Himmel. Im Himmel, meine Güte. Manchmal überschlage ich mich mit den Wörtern aus irgendeinem Grund.
Und du musst das dann machen, damit du dann einen Teil von einer Rüstung bekommst. Angeblich. Wer weiß, vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden, aber... Das ist ein bisschen viel, finde ich. Ich kann mich ja irren, aber ist das nicht der eine Ort, wo man da diesen Dingensbums bekämpft hat? Nee, das war da oben, ne? Nee, das war im Vulkan, stimmt, das war im Vulkan. Ich dachte mir nämlich gerade, ist das nicht hier der eine Ort, wo man da einen dieser, wie heißen die nochmal? Titan oder so ähnlich? Diese komischen Maschinen, die man da im ersten Teil... erobern musste. Sagen wir mal erobern. Die waren ja korrumpiert worden und ja, die musste man ja zurückerobern irgendwie. Hm? Oh, da ist noch was. Ja, ich glaube, mehr ist hier oben aber nicht. Gut, dann... Mit was gehe ich jetzt nach unten? Ich habe keinen Plan, um ehrlich zu sein. Nehmen wir einfach den Gleiter. Ist der Gleiter jetzt einfach dafür, nicht der Gleiter. Ist die Bombe, nicht die Bombe, die Rakete. Ist die jetzt einfach dafür da, damit ich so einen Schnellstart bekomme, damit ich keine Rampe oder so brauche? Wo ist denn überhaupt die Rakete? Da. Ich hoffe mal. Ich sollte die dann aber vielleicht irgendwie mittig hinsetzen, oder? Nicht, dass dann deren Gewicht dann irgendwie dafür sorgt, dass der auf einmal dann keine Ahnung wohin fliegt. Oder beziehungsweise, weil der jetzt irgendwo weiter hinten ist und die Spitze zeigt dann nach unten, dann schönen Absturz macht, weißt du? Wäre nicht so toll. Bin ich gerade Richtung... Ja, ich bin Richtung Ziel. Cool. Dann gucken, ob ich da ankomme. Okay, cool. Cool, cool, cool. Oh, warte mal, mein Ziel ist direkt unter mir. Aber oh, warte mal, das ist ein Schrein. Vielleicht, um zu dieser Insel da hinten hinzukommen. Aber auch nur vielleicht. Okay, diesen Gleiter zu steuern... Also diesen Gleiter zu gleiten, meine Güte. Den Gleiter zu steuern ist eigentlich ziemlich easy. Also ich dachte eigentlich, dass der wesentlich instabiler fliegen würde. Weil kennt man ja von Spielen. Hast du irgendwas, womit du fliegen kannst, dann fliegt das Ding halt wie eine besenkte Sau. Warum blinkt das Teil? Oh, klar. War ja klar. War ja sowas von klar. Maraguzzi-Schrein. Was ist denn das da hinten für ein Ding? Ist das ein Gegner oder ist das einfach nur irgendein Gebilde? By the way, falls Goronia, ne? So hieß der Ort gerade. Falls Goronia, by the way, schon im ersten Teil war, ich habe diesen Ort noch nie gesehen. Und dieser eine See da oben sieht aus wie eine Echse. Also für etwas, was runde Sache heißt, ist hier ziemlich viel eckiger Kram. Ach so, warte mal, ist hier... Ah, okay, sehe schon.
Okay, das ist irgendwie cool. Das ist irgendwie cool. Was ist hier? Zwei miteinander verbinden oder wieder was? Ich vermute mal. Oder nee, warte mal, kann ich? Oh, warte mal, da ist eine Treppe. Nee, absolut gar nichts. Okay, nice, super. Ich dachte mir nämlich gerade, müsste ich eventuell so ein Stück Brücke dazwischen klatschen, damit das flexibel ist, aber ja, das wird wohl nicht der Fall sein. Es ist wohl einfach hier verbinden und fertig ist. Ein bisschen schräg, aber egal. Schon irgendwie cool, wenn man die Sachen hier zusammenbauen kann und dann irgendwelche Sachen lösen kann. Ist so ein bisschen wie so eine Art Tutorial. Hey, das sind die Sachen, die du machen könntest, wenn du die ganzen Klamotten hättest. Musst du halt nur finden, ne? Nee, besser wäre, glaube ich, anders. Wahrscheinlich gibt es eine andere Lösung, wa? Falls ja, sehe ich die aber gerade nicht. Nee. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, nicht in die Richtung, du. Die Kamera hat dir nichts getan. Oh, das wackelt aber auch, ey. Ich habe hier diesen komischen Türstopper oder wie auch immer das Ding heißt. Diese eigenartige Feder habe ich hier gerade. Nein, das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte vorziehen. Ja, okay, ja, aha. Diese Flexibilität ist ja bescheuert. Oha. Komm mir gerade vor, als würde ich hier so eine Brücke in Polybridge bauen. Ach, verdammt, ich komme aber nicht drauf. Ah, doch. Problem gelöst. Oh, okay. Ich nehme mal das Teil hier vorsichtshalber mal mit. Wer weiß, ob ich das nicht vielleicht noch brauche. Ehrlich gesagt, das kenne ich schon. Ich habe es ja selber erwähnt gehabt. Ich habe da was gesehen gehabt, wo jemand zu blöd war, scheinbar mal eben das hier zu machen. Allerdings, selbst wenn ich das jetzt nicht gekannt hätte, ich hätte mir das gerade nämlich auch gedacht, weil, hallo, du hast hier eine Karre, du hast hier dieses Teil hier. Da baue ich einfach mal eben so einen Schaufelbagger fertig, weißt du? Oh, Problem gelöst.
Ja, mein Souvenir. Wie kann man das nicht auf diese Art und Weise schon lösen? Warum zum Geier macht man sich... warum zum Geier macht man sich das Problem, oder die Arbeit vielmehr gesagt, die Kugel miteinander zu verbinden und dann hier reinzuschmeißen? Also entweder muss man wirklich außergewöhnlich kombinationsunfähig sein. Oder du hast da jemanden, der wirklich so strunzdoof ist. Eins, zwei. Ach was, wie? Kann ich nicht angucken, während ich das Teil halte? Oh, toll. Ach so, ich kann ja skippen, stimmt ja. Ich habe Segenslicht, ich habe Wille der Bande oder so ähnlich. Wille der Entschlossenheit. Und ich habe Irrlichter. War da nicht noch irgendwas anderes Tolles? Falls nicht, wird bestimmt noch früher oder später was auftauchen. Abgesehen von Rubin natürlich. Ich hoffe mal, dass ich da unten aus sein kann. Nicht, dass ich da gleich hingehe und verbrenne. Oh, warte mal, sind da keine Edelsteine drin. Lass mich mal raten, ich soll bei den... Quatsch. Die Quest wird wahrscheinlich dann so anfangen, dass sie quasi irgendwie die Leute auf einmal nicht mehr normal ticken. Und ich soll dann irgendwas machen, wodurch ich dann die Quelle des Übels finde. Und die Quelle des Übels sind dann quasi wie hießen die nochmal? Diese Schmaussteine oder so ähnlich. Weil davon bekommen die ja diese komischen roten Augen. Und das Zeug sieht... Das Zeug selber sieht ja auch nicht unbedingt gerade normal aus. Ich sehe, dass hier was von den... Crocs ist. Allerdings weiß ich nicht, wo der Stein dafür ist. Ist der oben? Wo ist denn der Felsbrocken oder was auch immer? Irgendwas muss ich doch da reinschmeißen. Ha. Komisch. Man müsste eigentlich erwarten, dass hier irgendwo ein Felsbrocken in unmittelbarer Nähe ist. Das da sieht ein bisschen verdächtig gerade aus. Kann man Edelsteine miteinander kombinieren? Nee, ne? Ach so, ja, hier. Das sieht verdächtig aus, weil das auch etwas von den Crocs ist. Kannst ruhig da reingleiten. Stimmt, wo war der Typ mit dem Feuerstein? Der war... bei dem Restaurant, ne? Der war bei dem einen Restaurant, der hier irgendwo in der Nähe war. Eine Quest hat man im Tagebuch, oder? Nee, hat man nicht. Oh, interessant. Oh. Sehr viele Crocs hier irgendwie.
Okay. Irgend so ein Gerone da unten denkt sich die ganze Zeit, wer zum Geier schießt hier mit Pfeilen? Ah. Wir werden angegriffen! Nein, da versucht nur einer einen Ballon kaputt zu schießen. Oder ist das Reinspringen gewesen? Nee, das war doch nicht Reinspringen gewesen, oder? Doch, das war Reinspringen gewesen. Okay, und wo ist mein Ziel? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Ist der Typ da oben Händler oder so? Bin zwar gerade an einem vorbeigelatscht, aber der kann ja hier auch für irgendwas gut sein. Also, diese blonde Hylianerin und ihr komischer Auftrag. Sie wollte einen Kopfschmuck, aber in einer ganz merkwürdigen Form, aus einem Material, das ich nie zuvor gesehen habe. Tja, früher hat mein Auszubildender Hugo immer gesagt, dass er mal ein Schmied genauso wie ich werden wollte. Aber jetzt ist er wie besessen von diesen Schlemmsteinen und kommt erst gar nicht mehr zur Arbeit. Verdammt, ich war gerade dabei, ihn in die hohe Kunst der Fertigung eines Bergspalters einzuweisen. Bergspalter? Ein Kunde? Tut mir leid, aber wir verkaufen nicht. Wir sind eine Schmiede, kein Kaufladen. Ja und? Das Wissen um den Bergspalter wird von einer Generation Schmiede an die nächste weitergegeben. Es ist eine Waffe mit einer langen, ehrbaren Tradition und nur auserwählte Schmiede können sie herstellen. Tja, ich wollte meinen Auszubildenden Hugo beibringen, wie man einen anfertigt. Aber der Taugenichts ist so besessen von diesem Schlemmstein, dass ich ihn rausgeworfen habe. Der braucht sich hier nicht wieder blicken zu lassen. Ja, aber diese Schlemmsteine machen die ja scheinbar auch besessen. Die roten Augen kommen ja nicht von ohne Grund. Die roten Augen kommen ja nicht ohne Grund her, ne? Also. Ist ja nicht so, als wenn die quasi die ganze Nacht irgendwie durchgemacht hätten und hätten jetzt deswegen rote Augen, weil sie den ganzen Tag nur Schlemmsteine gefuttert haben. Oh. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es heute und gestern mit den Wörtern. Du hast so Lack gesoffen. Was ist das hier? Hier haben wir einen Quarzstein. Rohen Spargel. Marmelade. Eine Litchi. Zahnstocher. Ja, ich brauche gar nicht erst den Händler angucken. Ich habe ja gerade schon die Ware gesehen, also. Ja, ich weiß, dass hier ein Gasthaus ist. Sehe ich ja auf der Map. Oh, da ist ein Laden hier mit Dingsbums-Klamotten. Der aber wahrscheinlich nichts verkaufen wird, weil er da am Futtern ist, wa? Oh, die hitzebeständige Rüstung. 1200? Das wäre billiger allerdings, wenn ich hier ein Problem löse, oder? Was verkauft der denn da? Ein Diamant. Warum sieht das Teil aus wie eine Klinge? Der wertvollste Edelstein, der in Erzbrocken zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Hylianer schon seit uralten Zeiten und er erzielt so unsagbare hohe Preise. Und eignet sich hervorragend als Speerspitze, wa?
Ne, warte mal, das ist... Mein Ziel ist hier, aber... Ach, hier! Jetzt auch noch Torwächterkrant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmsteinen gewarnt habe. Also, der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen, das liegt an den Schlemmsteinen, die Junoboss fördert, oder? Hey! Was flüstert ihr denn da so, hä? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Was eine Stimme. Junobo. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Keine Ahnung, bist du ein Luchador oder so? Oder warum hast du so eine komische Maske auf? Und die Frisur erst. ich habe keinen Bock auf seine Stimme. die Stimme passt ja null zu dem. Aber okay. Ah, na sieh an. Wer auch immer wieder da ist. Unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen? Und auch noch einem Gast gegenüber. Ja. Chef, ich meine, Bludo. Du hast auch nicht kapiert, wann du mal die Klappe halten sollst, hä? Tokachin, auf wen baut ganz Gronia? Auf Junobau. Hey. Auffrag, auf wen ist der Boss der Junobau? Und wer ist der Boss der Junobau? Junoboss. Kapierst du es jetzt, Bludo? Du hast hier nichts mehr zu sagen. Wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Lass hören, Link. Was hast du hier in Goronia verloren, hä? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hä? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht was Seltsames passiert ist? Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommt's, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Hylianer nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junoboss über Schlemmsteine verhandelt. Hey, ihr beiden, ihr habt nichts zu reden, aber über Sachen, die euch nichts angehen. Also, hör zu. In Goronia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt man nicht warten. Also, hier geblieben, Junobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann kriege ich einen Hexenschuss. Ja, vielleicht mal diesen komischen Felsen da vom Rücken abschlagen, dann würdest du den Hexenschuss nicht kriegen. Mein Rücken. Als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebeten nur Ratschläge zu geben. Los, Tokachin, Aufrag, zurück zur Junobau-Zentrale. Autobots, roll out! Okay. Und lass mich raten, ich soll den Typen davon nun davon abhalten, weiter abzubauen, und dabei passiert irgendetwas und er hat dann einen kleinen Sinneswandel und ja, danach ist alles wieder tutti. Wo muss ich überhaupt hin? Da oben hin, okay. Ist mein Pony eigentlich immer noch abwesend?
Warum frage ich eigentlich? Mein Pony ist so geistesabwesend wie immer. Könnte man theoretisch überall, wo heißes Wasser zu sehen ist, reinspringen, weil es einfach eine heiße Quelle ist? So dass man dann halt geheilt wird. Das wäre praktisch. Aber was, hast du jetzt keine Felsbrocken mehr, sondern hast du jetzt wirklich riesengroße Morgensterne? Falls man die so bezeichnen kann. Oh, ich bin doch gar nicht da unten. Sag mal, hallo? Ja, und der da unten holt jetzt den wieder, oder was? Oder frisst er da gerade ein Stück rohes Fleisch? Hat der da... So, das sieht aus, als würde der einen Lolli in der Hand tragen. Einen überdimensionierten. Eigentlich wollte ich ja eher zu den Zora zuerst, ne? Aber... Hey. Whatever. Ist das von dem Miono-Bau... Gedöns. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie der Kopf von diesem Yonobo. Ich hoffe sehr, dass dieser da, diese roten Kisten da explodieren. Ich weiß aber nicht, ob ich die treffe. Hier vielleicht. Fast. Mir fällt gerade ein, selbst wenn ich sie getroffen hätte. Mein Pfeil muss brennen. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo du quasi, wenn du da ein Fass oder eine Kiste siehst, die du scheinbar in die Luft jagen kannst, wo du dann wirklich Feuer für verwenden musst und nicht einfach nur draufschießen brauchst. Fast. Bye, bye. Ja, und die da ignorieren das vollkommen. Oh, schön wäre es, wenn ich da jetzt rankommen würde. Wait a second. Kann ich vielleicht so nah rankommen, dass ich dann mit so einem Ding die einfach erschlagen kann? Das wäre aber ein Witz. Ich komme noch nicht ran. Ah, verdammt, funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Schwert mit einem Rückgrat. Beziehungsweise mit einem Wirbel dran. Rüstungsfragment, Schild, was? Ein Schild mit einem Schild, oder was? Dornenknochenlanze. Ah. Okay. Lanze mit einem Rückenwirbel drin. Ich höre Musik.
Das aus der Richtung? Oh hey, ist das nicht ein Drache? Ja klar. Hat man nicht irgendwas Bestimmtes bekommen? Musste man die nicht vielleicht auch wegen irgendwas nicht besiegen, aber anschießen oder so ähnlich? Octorok-Auge. Dieses nur von Octoroks erhältliche Material fokussiert sich reflexartig auf sich bewegen. Objekte ein Pfeil angebracht, erhöht es die Trefferwahrscheinlichkeit. Okay, also gibt es mehrere Zielsuch Gegenstände scheinbar. Genau, man hat irgendwie Schuppen oder so bekommen, die für irgendwas toll waren. Ich weiß aber nicht, ob die hier auch noch irgendeine Relevanz haben. Bestimmt, wa? Ich dachte mir gerade, ob ich warten sollte, bis ich hier... bis der Drache hier ankommt, aber... naja, ich glaube nicht nur, dass ich dann nicht in der richtigen Höhe wäre, ich glaube... ich würde sowieso nichts kriegen, oder? Ich glaube, ich müsste da oben sein, falls überhaupt. Vor allem ist die Frage, kommt der überhaupt hier an? Man kann ja sein, dass er gleich irgendwie nach links oder nach rechts abdriftet und dann, ja. Und trotzdem versuche ich es irgendwie. Twilight Princess ist woanders. Falls du... wie hieß sie nochmal? Falls du Midna suchst, das Portal ist glaube ich irgendwo an einem Strand, aber das scheint nicht irgendwie funktionsfähig zu sein. Geschweige denn das Original scheinbar zu sein. Ja, wobei, ja doch, warte mal. Ah, vielleicht ist der da hinten besser. Ich glaube, der da hinten ist besser. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich da gar nicht hochkommen kann. Nee. Huh. Und hier kann man was kaputt machen. Ach, verdammt. Oh, das ist eine saudumme Idee. Und da oben fliegt noch ein Drache. Wo ist der andere Drache? Ist der jetzt Fuji... sag mir nicht, dass der Fujikato gerade ist. Uh-oh. Huh. Knapp. Nein. Oh, verdammt, wo ist der Drache? Ich habe das Gefühl, dass der Drache schon vorbei ist, wa? Wo ist die heiße Nudel? Ich brauche Schuppen, auch wenn ich keinen Plan habe, warum eigentlich, aber ich will es haben. Ich glaube, wenn ich da oben angekommen bin, ist der Drache schon lange weg. Verschwinden die nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt? Ab Nacht oder Tag oder so? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der andere Drache eigentlich? Der fliegt da hinten immer noch rum. Der fliegt da scheinbar in der Nähe von der Insel da oben rum. Eventuell erwische ich den noch. Wenn ich Glück habe. Eventuell habe ich aber auch meine Chance schon vertan. Ja, das sieht irgendwie so aus. Ja, ich glaube, das ist Chance vertan.
Ja, es ist ja. Ja, aber eventuell wäre ich vielleicht rangekommen. Eventuell. Ich weiß, dass es andere Möglichkeiten wahrscheinlich gibt, da einfach mal eben an die Dinger da ranzukommen, ne, aber. Hm. Sieht ja vor allen Dingen irgendwie anders aus als im Prequel. Irgendwie meine ich, der sieht anders aus. Vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Naja, gut. Dann, da oben ist ein Schrein. Okay. Ja, dann wohl wieder runter, wa? War jetzt gerade ziemlich vergebene Mühe. Wo war das komische La- Oh, hey, da ist so ein Hase. Hey, ich hab ein Ziel. Oh, hey, ein Schrein. Oh, hey, ein Hase. Oh, guck mal, ein Lager. Wann hast du die erste Hauptmission erledigt? Es gibt eine Hauptmission? Ach so, die waren... Ah ja, genau, warte mal. Da komme ich nicht mehr hinterher. Ah, verdammt. Egal, ein paar Rubine bekommen. Okay, kann man davon ausgehen, dass das Hasen, die einfach so in der Umgebung herumstreuen, wie Loot-Goblins aus Diablo sind, sprich, du klopfst die an und die lassen dann Zeugs fallen, während so ein Hase, den ich in einer Höhle oder ähnliches finde. Apropos Höhle, wo war das Ding nochmal gewesen, weil ich kaputt kloppen konnte? Ich glaube, das war da hinten, ne? Gehen wir erstmal zu dem Lager hin. Hasen, die man in Höhlen findet, dass die dann so ein Signum geben? Ein Festmahl für die Elite. Bist du ein Reisender? Hat dich der Duft des Essens, das ich zubereite, angelockt? Dies ist das Lager der zweiten Monsterwehreinheit unter Truppenführer Thoren. Die Einheit befindet sich gerade im Einsatz. Ich würde dir daher empfehlen, dir ein anderes Reiseziel zu suchen, bevor du noch in Gefahr gerätst. Wenn du den Hang davon hochsteigst und der Straße folgst, kommst du zu einer Höhle. Dort ist das Monsterlager. Thorens Einheit ist vor kurzem aufgebrochen, um es mit den Monstern dort aufzunehmen. Ich bin zurückgeblieben, denn ich bin hier der Koch und von mir bekommen unsere Leute das Festessen einer Elite-Einheit. Du bist hergekommen, weil du auch hungrig bist, oder? Dann gebe ich dir was von meiner Spezialität. Schleichduftpilzpfanne. Die Leute von Thorens Einheit sind gute Kämpfer, aber sie werden auch schnell hungrig. Hoffentlich knurrt im Kampf niemanden der Magen. Die Monster könnten dann leichtes Spiel haben. Würde mich sehr freuen, wenn ihnen jemand helfen könnte, falls sie mal in der Klemme stecken. Ja. Sie sind nordöstlich von hier an einer Höhle am früher mit Lava gefüllten Darmansee und beseitigen eine Monsterplage. Beim Passieren der echsenförmigen Vertiefung auf dem Weg zur Höhle ist höchste Vorsicht geboten. Truppenführer Thoren, Monsterwehreinheit 2. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt mal kurz zu dieser... Ist der Drache zurückgekommen? Okay. Ich gehe mal kurz zu dieser einen Stelle hin, wo ich gesehen habe, dass man da was kaputt machen kann an der Wand. Guck, was da ist. Lass mich wahrscheinlich von der nächstbesten Sache wieder ablenken. Und, oh hey, da ist ja ein Schrein, glaube ich, ne? Und geh dann mal zurück und guck mir mal den Kram da an, der da irgendwo ist. Ich glaube, das ist da oben, wo gerade Rauch zu sehen ist.
denke ich mir mal. Und dann gehe ich zu der Hauptquest. Eventuell. Oh, nee, ey. Ist das ein Kirschblütenbaum? Ein Kirschblütenbaum? Sind das... Warum ist hier Rotwild? Hä? Wo ist eigentlich das, was ich suche? Hä? Wait. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich finde gerade nicht das, was ich suche. Sieht ein bisschen verdächtig aus. Da kommt doch mehr als nur hier ein paar kleine Kieselgegner, oder? Oh, doch nicht. Okay. Kann man da irgendwas anderes machen mit? Warte mal kurz. Habe ich hier einen Pfeil, der vielleicht von Nutzen sein könnte? Geht ein Schleimpfeil? Oh, tatsächlich. Okay, cool, cool, cool. Ein Schleimpfeil. Ein Schleimpfeil ist auf jeden Fall verdammt nützlich gegen die. Und Schleime kriegst du ja in rauen Mengen, ne? Ist ja quasi die Basis. Hopp. Kann man auch so einen Feuerschleim zu einem normalen Schleim machen? Indem man, weiß ich nicht, das in Wasser reinlegt oder so? Es war definitiv nicht da oben. Wo zum Geier war das gewesen, was ich gesehen habe? Oh, okay. Okay, will nicht mehr rauskommen. Ja gut, dann hau ich ab. Sag mal, bin ich blind? Irgendwo war das doch, oder nicht? Wo bin ich langgelatscht? Ich habe keinen Plan mehr. Irgendwo bin ich hingegangen. Ist halt das Blöde, wenn du Sachen per Zufall findest, du findest die dann nicht mehr. Ach, da! Kann ich unten lange suchen. Okay, funktioniert bei dir nicht, weil das leider nicht das ist, was ich scheinbar brauche. Super. Aha, ich habe ein Problem dann. Kann ich dann vielleicht das mit der Knochenlanze machen? Nein. Toll, jetzt habe ich also erstmal einen Felsen suchen gehen. Wow. Die Lanze war ja mal sowas von für die Tonne. Oder habe ich die gerade vernichtet? Versehentlich. Notfallstärkung. Mache ich einfach da drin. Nein. Das ist nicht Synthese. Das ist Synthese.
Oh, ich dachte, das wäre ein Höhleneingang oder so. Ja, das Ding will ich nicht haben. Hier, weg damit. Ein Topas. Ah. Blitz. Wobei, weißt du was? Doch, hier. Eventuell will ich das Teil doch haben. Damit ich nämlich da irgendwas draufklatschen kann. Beziehungsweise das auf irgendeine Waffe draufpacke. Ist das ein Zweihänder? Das ist ein Zweihänder. Dann müsste ich dann einen ordentlichen Knüppel haben. Naja, die Waffe habe ich noch gar nicht irgendwie aufgewertet mit irgendwas. Kann ich vielleicht noch später machen. Okay, gut. Dann habe ich ja eine Sache erledigt. Dann ehrlich gesagt, ich will wissen, was da hinten bei diesem Kirschbaum ist, weil das sieht so verdächtig aus. Das Lager war hier vorne irgendwo, ne? Ja. Da, wo diese Narbe da ist. Die Narbe, wo da so komische rot-schwarze Ausdünstungen herausquellen. Was ist das? Achso, ein Fuchs. Hä? Will der irgendwas von mir? Okay. Ich dachte, der Fuchs will irgendwas von mir, weil er in meine Richtung geguckt hat. Aber ich glaube, der hat einfach nur auf mich reagiert und ist dann abgehauen. In so einem Spiel kannst du so viele Stunden versenken, ne? Konnte mich gerade nicht entscheiden zwischen reinstecken und versenken. Vor allem, wenn du dann Completionist machst. Du machst sämtliche Quests, du willst sämtliche Koroks Samen finden, du willst sämtliche Schreine, du willst sämtliche Ausrüstungsteile und so weiter. Da wird auf jeden Fall ein paar hundert Spielstunden dann auf jeden Fall drinstecken. Leuchtstein. Ein geheimnisvolles Material, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. Es lassen sich besondere Gewänder daraus anfertigen. Ha. Oh, neu. Brauche ich dafür Irrlichter? Oder wieder was? Und was ist das hier mit diesem Kirschbaum?